Ja, wie gesagt, also, dann machen wir an dieser Stelle jetzt einfach weiter. Wenn ich ungern immer so das Level immer mit Pause beende, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder bei Crysis 2 dabei seid. Und ihr merkt schon, es geht direkt wieder weiter hier an dieser Stelle und es hört nicht auf, actiongeladen zu sein. Es hört einfach nicht auf, es ist ein Traum eigentlich. Es ist halt sehr anstrengend als Spieler, dann da noch groß was zu erzählen, wenn es die ganze Zeit eigentlich nur ums Metzeln geht. Und ich habe jetzt schon wieder einen und gekommen. Wir kriegen den, wir kriegen ihn. Nein, wir kriegen ihn nicht. Oh, da ist dieses Monster. Scheiße. Was machen wir mit dem? Dann lieber 10 von den Kleinen als einen von den Großen, ey. Boah, komm. Wow. Oh, Glück gehabt. Ich hab jetzt... das war eine Kurzschussreaktion. Ich musste unbedingt hier hoch. Hat ich mir gedenkt. So, dich haben wir auch. Wieder einer weniger. Nanokatalysatoren, sehr schön. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Da müsste doch noch einer sein, der hier über ist. Da ist er. Oh Mann, haut er ab. Den hat's erwischt. So. Ich sag schon wieder so oft so. Jetzt ist das Mistvieh schon wieder da hinten, ey. Aber diesmal weiß ich ja auch besser, wie ich hinkomme. Wer beim letzten Mal dabei gewesen ist, hat das auch gesehen und weiß jetzt genau, was ich tun werde. Ich gehe jetzt nämlich hier rum. Und da steht er schon. Das war's, Junge. Du hast gerade dein Todesurteil unterschrieben. So, jetzt nur mal gucken. Hat der Nano-Dinger vergessen? Ja, 500. Jetzt könnte ich eigentlich mal gucken, ob ich wieder was kaufen kann. Das wäre auch mal praktisch wieder. 4000 haben wir. Wir brauchen mindestens 10.000. Oh, da brauchen wir noch 16.000 und nochmal 12.000. Boah! Das ist heftig. Ja, das ist das, was ich gemeint habe, weil ich das nicht von Anfang an gesehen habe, deshalb oder gerafft habe, was man damit machen kann mit diesen Dingern. Ich habe die eingesammelt, wusste aber nicht, wie ich das irgendwie freischalte. Ja, cool. Wir haben endlich eine Alien-Knarre. Oh, cool. Die macht tolle, lustige Geräusche. So, Munition, genau. Da haben wir wieder Munition. Die brauchen wir. Wir haben jetzt endlich alles erledigt hier, was an Mistgeviecher hier rumläuft.
Na komm, können wir diese Scheibe eintreten? Jawohl, das geht sogar. Du musst nur wissen, wie. So, hier komme ich auch nicht rum. Laden. Und dann nehmen wir uns Munition mit. Wunderbar. Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen, wie wir am besten dann auch da hinkommen, weil ich habe jetzt noch keinen Weg gefunden da rein. Auch keine Lösung. Hargreave Rash. Wunderbar. Nochmal Hargreave Rash. War das nicht so, dass das Prison irgendwie zusammenfallen sollte? Grendel. Habe ich in Erinnerung, dass ich das scheiße fand, das benutze ich nicht mehr. Das war scheiße. Ja, ich würde euch eigentlich... Mir fällt heute irgendwie nichts ein. Ich habe da nicht so... Ich würde gerne was erzählen, aber... Ich bin heute irgendwie nicht so auf dem Dampf. Hören Sie, Alcatraz? Hargreave hat in seinem Leben noch nie geblufft. Der Laden wird hochgehen. Sie müssen da raus. Ihr müsst... Guck, der ist ja schon tot. Alle Angriffsmänner werden in 5 Minuten durch Explosionen besiegt. Ihre kritischen Anlagestätte sind auf Kurs. Weiter, Alcatraz! Wir sind unterwegs durch die Stadt zur Brücke. Schnell! Scheiße! Evakuieren! Los, los! Ah, ich werde hier voll beschossen. Ich will doch nur hier weg. Oh Mann, jetzt geht das schon wieder los. Ich werde schon wieder hier gelünscht vom Allerfeinsten. Weiter, Alcatraz! Wir sind unterwegs durch die Stadt zur Brücke. Schnell! Schön, ne? Ich hab was schön gelöhnt. Ich mogel mich jetzt hier einfach ein bisschen vorbei. Kann doch nicht wahr sein. Wie treffe ich denn den Kerl nicht? Maximale Panzerung. Sehr schön. Chillige Mucke gerade. Hä? Was machst du denn da? Oh, das schwebt hier einfach mal so in der Luft rum. Ich höre ihn, ich sehe ihn aber nicht.
Ich weiß doch nicht, wo du bist, sonst würde ich auch auf dich zurückschießen, aber ich habe keine Ahnung, was du machst, Junge. Deshalb ich jetzt einfach hier so. Ah, guck mal an. Ja, da schwebt der Soldat da einfach so durch die Luft. Das ist echt wieder Geld verbackt. Hier oben war nichts, oder was? Achso, hier war gar nichts. Da hätte ich ja unten bleiben können. So, Metzel, Metzel. Wunderbar. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir dann da auch hinkommen, wo wir hinwollen eigentlich. Wo ist denn der Soldat überhaupt hin? Der ist weg. Ist er durch die Wand geschwebt bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Bei dem verbackten Kram hier. Also ich höre aus dieser Richtung hier Schüsse. Aber ich habe wieder keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Nee, das geht auch nicht. Ach, da unten durch, okay. Taktische Optionen verfügbar. Tarnfeld aktiviert. Ich bräuchte jetzt endlich mal Munition. Das tauschen wir doch gegen das. Das macht doch richtig Fun, das Teil. Spec Ops. Scar B. Das nehmen wir mit. Das ist nämlich das Hyper-Teil hier. Genau. So, das nehmen wir mit. Und das nehmen wir auch mit. Jetzt können wir noch... X war es, genau. X erweitertes Magazin. Reflexvisier, wunderbar. Schön Muni dabei. Schön viel Muni dabei. Muni, Muni, Muni. Schön getroffen. Tarnfeld aktiviert. Bitte komm. Scheiße. Oh, Scheiße. Hab ihn verloren. Verdammter Mist. Ich hab meine Mann verloren. Ja, geht's nicht. Wir brauchen hier richtig Sprit.
Sprengkraft. Komm, fall um. Jawohl. So. Einer muss noch da hinten stehen. Nanovision aktiviert. Ich sehe nicht. Gehe ich mal davon aus, dass er Sie nicht da ist. Sie müssen zurück nach Manhattan. Ohne den Anzug verlieren wir alles. Wieder keine Munition, das gibt's doch gar nicht. Gehen wir jetzt hin und machen Offensive hier. So. Feierabend hier, wird mal hier Zeit, dass hier mal schlafen gegangen wird, wa? So, Dünne. Komm. Sieht sicher aus. So. Keine Ziele. Gut. Das ist sehr gut. Keine Ziele hört sich immer gut an. Ja. Yeah. Ich glaube, ich kann ein bisschen weiter springen, kann das sein? Habe ich irgendwas mit der Einstellung hier gemacht? Lustig. Ernährungsalarm. Annäherungsalarm. Ernährungsalarm. Besser als so ein Ernährungsprogramm. Das wär's doch, wenn die Leute, wenn jeder so, ja, ich weiß nicht, so, so ein Alarm bei sich trägt, so ein kleines Gerät oder auf so eine App oder so, die, die dann immer einen Alarm schlägt, wenn man was essen sollte und dann einem im Gericht vor, aber individuell so ein Gericht vorschlägt und sagt, ja, jetzt müsstest du mal was essen, weil dein Lebensbalken ist ganz schön tief. Was ist denn los hier? Warum komm ich denn? Oh, imaginäre Wände! Ich mag sie nicht! Ja, was ist denn los? So. Was? Entkomme aus dem Prison-Anlage, kämpfe dich bis zum Brückenaufzug durch. Ja. Was ist denn das hier? Das ist eine Brücke, das ist ein Aufzug. Dann komme ich jetzt hier nicht rein? Gefahr! Deine Mutter stinkt nach Bier. Gefahr! Ah, jetzt. Ob es wohl ein Leben nach dem Tod gibt? Engelschöre oder eine Flammengrube? Man vergisst diese Bilder mit der Zeit. Aber wer als Kind die Hölle fürchten gelernt hat, ist davon nie ganz frei. Um die Wahrheit zu sagen, ich hatte bereits jede Menge Leben nach dem Tod. Und dieses hier kommt dem Fegefeuer ziemlich nahe.
Fast 50 Jahre in eisgekühltem Gelee zu schweben, wie ein medizinisches Versuchsexemplar. Mit Gedanken, die wie Ratten durch die verwinkelten Silikongänge von Maschinen laufen. Gefangen hinter Videoschirmen und Kamerasystemen. Ohne Schlaf. Ohne Ruhe. Immer voller Gedanken über eine Welt, zu der man nicht länger gehört. Nein, wenn das ein Vorgeschmack aufs Jenseits ist, reicht einfaches Vergessen völlig aus. Ja, und mit diesen Worten würde ich sagen, ich verabschiede mich wieder und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir bei Crysis 2 wieder unterwegs sind. Und ich hoffe doch, wir werden uns auf der Brücke diesmal besser schaffen als jetzt die letzte Sequenz. Da sind wir ziemlich oft gestorben, aber ich denke, wir werden das schon irgendwie schaukeln, das Kind. Bis dahin, ich freue mich auf euch, euer TLMC. Peace out.